Gudi, neuer Tag, neues Glück, ne? Jetzt haben wir 70.000, jetzt wäre die Möglichkeit durchaus gegeben, dass wir uns mal eine neue Karre anschaffen. Das Ding ist, wenn wir uns jetzt für 75... Können wir uns immer noch nicht leisten, scheiße. Schnell und günstig kann aber keine Verbrecher transportieren. Ja gut, es geht ja dann primär darum, dass ich Leute abfangen kann, ne? 180, immer. 150, Und ich dachte, Motorrad wäre jetzt um einige schneller, so 200, ne, vom Wert her. Nö. Schwierig, schwierig, schwierig. Geschwindigkeit 100. 108, 106, okay. Warte mal, stand da nicht, habe ich nicht vorhin irgendwas von 90 da gelesen oder 80? Und noch weniger? Keine Ahnung. Haben wir denn neues Equipment? Nein. Ich würde halt eigentlich schon ganz gerne noch mehr Bele also noch einen neuen Streifenwagen dazu holen, weil kann eigentlich nicht schaden, weil wir haben primär halt echt. Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jede Entscheidung, die du halt jetzt hier triffst, kann dir richtig auf die Füße fallen. Und ich würde jetzt an der Stelle, jetzt, wo wir jetzt gerade sind, würde ich schon fast sagen, wir schieben das noch einmal. Ich könnte noch mal Belegschaft einstellen, ne, Feuerwehr. Aber so viele Feuer hatten wir bislang gar nicht. So viele Probleme in der Richtung. Fahren, technische Fähigkeiten. So technische Fähigkeiten brauchen wir primär. 91, 90. Gehalt 200. Gehalt 266, siehst du? 200, 266. Ja, willkommen. Dann haben wir einen neuen Feuerwehrmann. Cassandra Girard Evok. Sehr, sehr weiblich, das Ganze. Ganze Patrouille hier. Viele Frauen. Ich könnte mich tatsächlich an der Stelle. Warte mal. Fahren. Warum? Dann ist sie die Fahrerin anscheinend. Von 81. Nee, oder nicht? Warum denn technische Hilfe? Moment, Moment, Moment. Ja, technische Arbeiten. 2,5. 2,3. 2,4. Dann wäre es doch sinnvoll, warte mal, Leistung, Verletzte 0,5. 1,7, okay, 1,17. 0,1, 0,12. Ja, ist er halt jetzt durch das, wahrscheinlich durch das Pack ist er gut, ne? Ja, durch das Pack ist er gut, okay. 0,6 hat er no normalerweise. 0,5. 0,5. Dann habe ich das intuitiv auf den richtigen gelegt. Jetzt werden wir aber hier mal umswitchen, weil die hat 1. Die hat dann halt 1, 2, 5. Das ist schon echt gut. Ne? So technische Arbeit 2,17. 2,71, meine Güte. Und technische Arbeit. Ah! Okay, die ist gut. Die ist echt gut. Technische Arbeiten 2, 4, 1. 2, 3, 5. 2, 5, 5. Ich mach mal einmal, ich mach's einfach mal, ne? 2,7. Und die hat 3 ohne. Ich weiß, aber ja gut, dann machen wir das erstmal so, passt schon. Und den Rest Geld sparen wir. Man muss ja irgendwann mal Entscheidungen treffen, es tut mir leid. Also wieder verteilen die ganzen. Passt aber soweit. Bis auf die Tatsache, dass du nach da unten kommst, bin ich eigentlich zufrieden. Auf geht es. Oh. Aber der mögliche Standpunkt wird durch Sektoren gekennzeichnet. Einheiten zum Ort des Geschehens entsenden. Jo. Schicken wir direkt mal die Polizei. Wenn es eine Suchaktion ist, je mehr beteiligt sind, desto schneller geht's. Das wird vermutlich öfters mal passieren. Flucht vom Unfallort. Gut, da hätte ich jetzt die Feuerwehr nicht geschickt, aber. Ich sag mal so, später werden wir auf jeden Fall noch Alter, neun. Was? System beginnt automatisch mit der Suche. Alternativ kannst du auch per Hand Einheiten in die Sektoren entsenden. Das ist schneller, erfordert aber mehr Arbeit. Gut, das macht schon Sinn, weil wenn ich jetzt gerade sehe, 99.000 dauert ein klein wenig.
Das ist später für Suchaktionen, wo zum Beispiel irgendwelche Kinder gesucht werden. Da ist das relevant. Die Suche dauert an, solange die Einheit im Sektor ist. Nein, stopp, du bleibst hier. Suchen die jetzt automatisch hier ab? Also bleiben die auch automatisch im Sektor? Nein, der fährt jetzt irgendwie aus dem Kacksektor raus. Muss ich die jetzt wirklich in dem Sektor belassen? Ach so, das Objekt wurde nicht gefunden, das Team geht über... Ach, es wird mir gerade noch erklärt. Okay. Geht über zu einem anderen Sektor, um die Suche fortzusetzen. Okay. Gut, dann kümmert euch mal drum. Feuerwehr rückt wieder ein. Dann haben wir das mal mit. Haben wir das auch mal gelernt. Alles gut. Und du fährst zurück. Oder warte mal, du fährst Drogendealer. Du fährst mal kurz mit deinem SWAT, mit deiner SWAT-Ausrüstung da hoch. Und hier haben wir ja 4 Leute drauf. Beste. Pistole, Gewehr, genau. Ist vielleicht ein wenig over the top, aber scheiß da drauf, der Hund drauf. Der wird nie wieder Drogen dealen, wenn er einen SWAT-Trupp vor sich stehen hat. Gut, die sind noch nicht wirklich SWAT, aber die sind schon... SWAT-technisch sind die am nächsten dran. Sarah Wood. 911, what's your emergency? Ich möchte gerne auflegen. Ich werde aber trotzdem mal was vorbeischicken. Das Ding ist, da habe ich es falsch reagiert. Ich hätte noch nachfragen müssen, aber das. Ich werde da was hinschicken müssen. Mit einer Polizeistreife und gucken, ob alles in Ordnung ist. Unfall durch bedrohenden Fahrer, okay. Auf geht's. Kriege ich jetzt noch die Meldung von dem Anruf von eben gerade? Ach scheiße, ich habe aufgelegt, ich Idiot. Da habe ich falsch reagiert, das tut mir leid. Das bereue ich gerade ein bisschen. Das bereue ich wirklich. Laute Party, ja gut, da brauchen wir gleich nur eine zweite Streife, ansonsten dauert das Ewigkeiten, bis es abgearbeitet wurde. Merkt ihr schon, wir brauchen eine Menge Polizei hier, ne? Ömer Nabi Gurbenia. Wie lange seid ihr noch beschäftigt? 20 Sekunden. 911, what's your emergency? Ja, genau das, was ich nicht habe. Genau das, was ich gerade nicht zur Verfügung habe. Wie viele? How many of them are there? Adresse? Can you give me a precise address of the incident? Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. Okay, ich schicke I'm sending emergency services right now. Fuck, ich hätte noch fragen müssen, ob schon wer verletzt ist. What are the orders? Heading over there. Sind wir hier unten? Taschendieb. Kann ich hier eine Streife abziehen? Geht das? 30 Sekunden. Diese Streife bräuchte ich mal da. Okay, sehr gut. Dann einmal nach da unten. Und nochmal einen Krankenwagen hinschicken. Zur Sicherheit. Das hätte ich noch fragen müssen, weil wenn sich da welche schlagen, dann kann es halt durchaus sein, dass da schon jemand, was hat. Epilepsieanfall. Ja, gut. Ja, gut. Hallo, wollte man nicht hinfahren? Hm.
Warten, warten, was haben wir da schon wieder? Hauseinbruch. What the fuck? Es hieß doch keine Waffen. Es hieß doch, die haben keine Waffen. Was soll denn der Scheiß? Hauseinbruch. Warte mal, Medics, nicht dahin fahren. Noch nicht dahin fahren. Wir brauchen Polizeiunterstützung. Überdosis Drogen, da können wir... Ah, es ist auch wieder so ein kritischer Anruf. Ja, Moment. Was genau ist passiert? Okay, für mich dann ist sie gefallen. Welche geht da? Okay. Warum ist das hier so dumpf? Was? Ich brauche... So, die gratulieren? Warum ist das so dumpf? I think the police here are going to explain to you why they don't tolerate these kind of jokes and a lot of work. Alter. I'm listening. Ich brauche mehr Polizei, Mann. Understood. I'm listening. Understood. Autounfall. Achso, das war das andere. Okay, Moment. Unter Beschuss brauche Verstärkung. Meine Fresse! Waiting for orders. Heading over there. Reporting. Was haben wir hier? Laute Party. Reporting. Können wir gleich abhandeln. Das hat jetzt Vorrang. Verletzung durch scharfen Gegenstand. Ah, obwohl. Das hat Vorrang. Benötigen Polizeitransport? Ja. Ah, hat sich da einer. War da einer aufmüpfig? Wo sind meine ganzen Krankenwägen? Einer ist da oben. Der ist auf dem Weg, der ist da unten stationiert. Ja, gut. Leute, Mensch. Wie viel ist da los, Mann? Okay, dann auf nach da oben. Ja, wir brauchen mehr Polizei. Ich merke gerade hier ein konkretes, ganz, ganz konkretes Problem. Ungeschützter Baum. Was wurde gestohlen? Wo? Und? Adresse. What was stolen? Sir, were you assaulted? Was this a burglary? Oh Gott, ich weiß, was es ist. Sag mal, warum ist das jetzt eigentlich hier dumpf? Ich verstehe das gerade gar nicht. Hallo, hör doch mal auf zu labern. Kann man den nicht unterbrechen? Kein Notfall. Warum verstehe ich das als gerade nur dumpf? Halt die Fresse, Mann! Ja, weil ich ja so viel Polizei gerade zur Verfügung habe. Kommen wir hier? Unfall mit Fußgänger. Also was haben wir jetzt hier? Dringend in der Öffentlichkeit. Das hat halt echt keine Priorität, ne? Das tut mir leid. Ja, wir brauchen halt mehr Polizei, es tut mir leid. Wir sind halt gerade voll. Die Streife ist halt gerade vollkommen eingebunden, weil die halt niemanden abtransportieren kann und halt dadurch das nicht verlassen kann, den Ort. So, auf geht's. Nee, wir fahrt erstmal. Seid ihr fertig gleich?
So, auf geht's. Ich helf da mal aus, Alter. Und die Streife darf dann direkt weiterfahren. So, ihr fahrt da mal direkt weiter. Der freut sich. So viele Kriminelle gerade in der Stadt unterwegs. Katastrophe. Und der Kerle wird sich gleich erstmal schön freuen, wenn er Polizeibesuch bekommt. Meine Güte, ey. So viele Bekloppte. Aber das macht es irgendwie echt lustig. Computer. Hindernis erledigt? Was? Ja, er hat einen Strafzettel gekriegt, ne? Hoffe ich doch mal. Also das Ende der Schicht lief ganz gut. Habe ich halbwegs gut gelöst. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber an sich bin ich zufrieden. Warte mal. Schicken wir nochmal eine weitere Streife dahin und nochmal die Medics, weil ich sehe gerade, der Kerl ist angehittet. Einer unserer Officer. Haben sie anscheinend ein bisschen gemöbelt. Gut, das Fire Department braucht anscheinend gar nichts machen hier. Das Fire Department ist anscheinend komplett umsonst da. Okay. Wissen wir Bescheid. Effizienz, ja, von 89, das ist halt das Problem. So, hier, Axtraub. Da habe ich halt wieder zu lange... Der hat halt auch zu lange gelabert. Ich habe das aber auch zu spät erst gecheckt. Die Polizei meldete, dass der Einsatz komplett unnötig gewesen ist. Erfolgreich... Ja, Anrufer hat einen Strafzettel erhalten. Ist mir scheißegal, ob das unnötig ist. Der hat $2000 jetzt kassieren dürfen. Das ist Missbrauch des Notrufes. Es tut mir leid. Wenn er sich wirklich beraubt fühlt, ne, virtuell ist er auch eine Straftat, klar, dann darf er das gerne melden. Aber da geht man in die Polizeidienststelle und gibt da eine Anzeige auf. Also wenn es wirklich, keine Ahnung, wenn zum Beispiel das Konto leer geräumt wurde, ne, oder wirklich was geklaut wurde, aber halt nicht in-game, nicht in einem Spiel. Ne? Idioten.